Die kostenfreie Android- und iOS-App von Merge, Object Viewer, kann nun genutzt werden, um die dreidimensionalen Strukturen, die dreidimensionalen Kristallstrukturen in der normalen Lernumgebung der Schülerinnen und Schüler sichtbar zu machen als Augmented Reality. Hier kann jetzt nun der Object Code reingeschrieben werden. Da ich diese allerdings schon in meiner Bibliothek habe, kann ich diese auch über MyObject einfach abrufen. Als Beispiel sei jetzt hier einmal der Perovskit dargestellt, die Kristallstruktur von Methylammoniumbleiodid. Ich kann diese also auswählen, laden und sehe nun über die Kamera den Hintergrund. Wenn ich jetzt den Merge Cube einfüge, sieht man hier die einzelnen Ionen innerhalb des Perovskit-Kristalls in unterschiedlicher Farbe, in unterschiedlicher Größenanordnung, gemäß des Ionradienverhältnisses. Was man hier schon sieht, ist, dass zumindest mit dem Galaxy S8 es zu Problemen der Darstellung kommt. Wenn man etwas schneller sich bewegt, zittert das Bild etwas. Das ist zum Beispiel bei einem iPad nicht der Fall. Grundsätzlich besitzen die Schülerinnen und Schüler jetzt die Möglichkeit, sich das natürlich in diesem Würfel separat anzuschauen oder über diesen Stamp das Objekt in die Welt einzufügen, es auszuwählen, nochmal so zu verschieben. Man kann es vergrößern und verkleinern und man kann es nochmal rotieren und dann ebenfalls sich um dieses Objekt herumzubewegen, ohne den Merge Cube in der Hand zu halten. Das Ganze ermöglicht dann natürlich ein größeres Verständnis der Kristallstruktur, da wir hier nicht auf einer zweidimensionalen Papierebene arbeiten, sondern über Augmented Reality die Elementarzelle hier in die Lernumgebung der Schüler implementieren können, um so natürlich auch beispielsweise jetzt mit der Schichtenschreibweise zu arbeiten, um das dann wieder in die zweidimensionale Welt hineinzubringen, sodass die Schüler dann beispielsweise die Ebene 0 sich ganz einfach erschließen können und dahingehend dann zweidimensionale Formen auf dem Papier erzeugen können. Kann das Ganze jetzt natürlich noch auf die Spitze treiben mit 4 Elementarzellen oder 8 Elementarzellen. Wir haben ja theoretisch, das können wir jetzt löschen, eine größere Vielzahl an mit einzelnen Elementarzellen im Kristall. Und hier sieht man auch direkt die Fernordnung innerhalb des Kristallgitters, die hier dann natürlich wunderbar erläutert werden kann. Man kann auch hier wieder über den Stempel die Kristallstruktur in die Lernumgebung einordnen, sie rotieren, kleiner und größer gestalten und wirklich in dieses Molekül hineingehen, um sich einzelne Ionen nochmal anzuschauen. Alles in allem sehr interessant, um eben den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in diese Strukturen, in diese Kristallstrukturen zu ermöglichen. Gerade wenn man hier diese mehreren Elementarzellen sich anschauen möchte.